Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter. Und so weiter. Ja, ich habe mir zu so Recherchezwecken mal wieder das ein oder andere Red Pill Video reingezogen. Also Red Pill sind ja erst ja diese Männerfraktionen, die immer so mit Alpha, Alpha, Alpha und also dieser ganzen Blase, die es darum gibt. Sexueller Marktwert, habe ich jetzt gelernt, gibt es und was weiß ich. Und ich wollte ja auch mein viertes Buch nochmal drüber zu schreiben, mich da mal ein bisschen fundierter und auseinanderzusetzen. Bis dahin guck ja nochmal in das rein. Dankeschön für die ganz tollen Rezensionen auf Amazon. Wenn ihr es in der Tiefe mal verstehen wollt, wo wir gerade sind, ich werde auch immer mal ein bisschen was einstreuen, thematisch. In die nächsten Videos, kommt auch gerne zur Lesung, findet ihr also auf liebische.de. Ja, in diesem Video soll es mal darum gehen, dass man meiner Ansicht nach dieses Alpha-Mann und im Prinzip auch Alpha-Frau-Konzept häufig falsch verstanden wird, beziehungsweise zumindest was unsere Zeit angeht, falsch verstanden wird. Also wenn ich so diese klassischen Red Pill-Videos gucke, dann geht es ja auch immer so um Status, das ist ja auch, also das würde ich sogar auch so sehen, ich habe ja auch ein Konzept von Polarität, aber das ist ja vor allen Dingen so ein Status, der so nach außen gezeigt wird, so, ne, also irgendwie Reichtum, schnelle Autos, toller Beruf, ich weiß nicht was, YouTube-Kanal, nein, Spaß. Also da geht es um so einen äußeren Reichtum, wo ich der Meinung bin, darum geht es eigentlich gar nicht so. Ne? Ja, ich habe das zumindest noch nie so gesehen. Natürlich ist das, also Status ist wichtig, glaube ich, für viele Frauen und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das kann man auch belegen. Wobei natürlich für Männer Status auch wichtig ist von Frauen, ist vielleicht ein bisschen anderer Status. Aber ich glaube nicht, dass es immer so um äußere Dinge geht. Und das Gleiche auch, wenn man da so Einstiege-Videos guckt, habe ich das Gefühl, dass auch Frauen, ich meine natürlich, Frauen zählen natürlich immer nur in den 20ern, ne? Ansonsten, das finde ich auch völlig falsch, greift viel zu kurz und auch der Wert von Frauen wird auch häufig an komplett äußeren Sachen festgemacht und also so simpel sind Menschen nicht, ne? Also das, gut, ich meine, das sind alles diese, habt ihr auch schon ein anderes Video dazu gemacht, häufig diese Dating-Coaches und die haben halt so ihre Sichtweise, aber ich so als Paartherapeut, der wirklich mit hunderten Paaren gearbeitet hat, kann sagen, nee, es muss nicht jeder ein Sixpack haben, es muss auch nicht jeder Lamborghini fahren oder es muss auch nicht jeder irgendwie eine Million verdienen oder so. Und es muss auch nicht jeder ein Hochglanz-Instagram-Profil haben und gemachte Möpse haben und ich weiß nicht was. Nein, das ist alles nicht notwendig, auch wenn uns das immer wieder so gezeigt wird. Es reicht vollkommen, dass du polares Verhalten zeigst. Das sage ich auch immer wieder. Und das ist eine Sache, die sich wirklich im Alltag zeigt. Die kannst du als, egal welchen Beruf du hast, kannst du das zeigen, weil das ist einfach ein bestimmtes Mindset, dass du Rückgrat hast, dass du Entscheidungen treffen kannst, dass du einen klaren Weg gehst, aber das hat, also da ist eine innere Einstellung, ist da völlig ausreichend und ich bin sicher, dass viele Frauen Männer sexy finden, die vielleicht auf dem Papier gar nicht viel haben, die aber einfach Ausstrahlung haben durch ihre Mission, die sie haben, die unter Umständen eine Mission sein kann, die eben nicht mit Anhäufung von materiellen Dingen angeht und genauso ist es dir als Frau immer möglich, durch deine Ausstrahlung, durch deine wörtliche Polarität Männer zu begeistern, ganz unterschiedlichen, das muss man eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's jetzt trotzdem mal, in ganz unterschiedlichen Altern natürlich und auch mit einem Nicht-Norm-Körper, wer hat den auch schon irgendwie, ist ja sowieso alles irgendwie das meiste gefiltert und gefotoshoppt, was wir im Internet sehen, so. Das hat ja schon extrem viele negative Auswirkungen und es muss auch sich nicht jeder operieren lassen und so. Nein, du kannst wirklich gute Dating-Erfolge erzielen, wenn du dein Liebeschip ein bisschen im Griff kriegst, sag ich mal, dein Beuteschema ein bisschen im Griff kriegst und dich vielleicht an einige wenige Tipps hält, die ich ja auch zum Beispiel mal in Dating-Kursen ausgelegt habe. Klar, es gibt unterschiedliche Sachen, ob du jetzt in der männlichen oder weiblichen Polarität datest, das muss ja auch gar nicht am
zugewiesenen, wie man heute sagt, oder biologischen oder sonst wie Geschlecht hängen. Das kann sich jeder selber überlegen, wie, in welcher Polarität er gern daten möchte. Aber also ich halte das, das ist auch mein Problem, das habe ich neulich schon mal gesagt, also es ist, kommt für mich häufig sehr herzlos rüber, also gerade wenn es so um viel materielle Dinge geht. Und das ist, da komme ich mal wieder auf mein Buch zurück, wo es ja um 3D, 4D und 5D-Beziehungen geht. Das ist für mich auch 3D, ne? Dieses so, ich muss anhäufen, die meisten Kamele haben, damit irgendwie eine Frau mich will. Und also aus meiner Erfahrung ist das kompletter Quatsch. Also ja, ich würde auch sagen, man ist wirklich äußerst hilfreich, so als Mann kein schwächliches oder sagen wir mal Beta-Verhalten zu zeigen, aber das kann jeder Mann lernen und das hängt nicht daran, wie viel Reichtum du anhäufst und wie viele Muskeln du hast. Klar, spielt alles irgendwo ins Gesamtpaket rein und wenn man sich um seinen Körper kümmert, auf eine altersgemäße Weise, ohne zu viel Ego, ist das bestimmt auch eine schöne Sache, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich spielt das alles mit rein, aber das ist nicht so kühl und technisch, wie das häufig rüberkommt. Und ich glaube, das kommt auch deswegen kühl und technisch rüber, weil wahrscheinlich viele einfach so schlechte Dating-Erfahrungen gemacht haben, dass sie einfach sagen, oh, ich, was ich auch ein bisschen verstehen kann, ich will auch gar nicht mehr auf diese Gefühlsebene, ich will jetzt nur noch hier irgendwie das Game spielen und habe gar keinen Bock mehr auf Herz und was weiß ich. Kann ich total verstehen, aber ich glaube, die Kunst, also gerade so in der Zukunft, also das moderne Dating oder also das zukünftige Dating, wird sich, ich meine, also ein gelungenes zukünftiges Dating wird sich dadurch auszeichnen, dass wir so Herz und so Sachen wie Polarität und so zusammenbringen. Ne? Das ist zumindest meine Mission und nicht in so eine technokratische Datingwelt abrutschen und da sollte man sich auch nicht zu sehr, meiner Ansicht nach, nicht zu sehr abholen lassen und aufpassen, dass man nicht so in Extreme driftet. Kann man sicherlich mal machen und wie gesagt, überall ist natürlich auch, habe ich ja auch neulich schon mal gesagt, dass natürlich, weil die Gesellschaft eine positive Männlichkeit so cancelt, schon seit geraumer Zeit, ist natürlich in vielen, was man so auf Social Media sieht, was so Männer-Content ist, natürlich viel Wahres dran. Das kann ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das kritisiere ich auch immer wieder, das Verhalten, was in Filmen gezeigt wird, wie Männer da agieren, dass es in einer, nie funktionieren würde in der Realität, dass solche Sachen wie dieser Gillette-Werbespot, wo eine Frau ansprechend schon als toxisch gelabelt wurde, das halte ich auch für hochproblematisch und kein Wunder, dass es dann so Gegenbewegungen gibt, aber ja, sollte nicht dazu führen, dass man irgendwie denkt, man hätte irgendwie keine Chancen auf dem Markt. Also es ist, wie gesagt, weder, also ist schon mal gar nicht meine persönliche Erfahrung, ist aber auch nicht meine Erfahrung mit, also zumindest nicht mit anderen Paaren. Also da haben sich Frauen durchgängig, also nicht alle, aber wo es Thema war, ganz oft gehört, dass sie sich die Männer mehr in der Polarität gewünscht haben. Aber da reden wir wirklich einfach nur über so Sachen, dass die Männer eine Meinung haben, dass sie mir was in die Hand nehmen und nicht, dass sie sich ein Sixpack antrainieren. Also das habe ich, glaube ich, noch nie gehört in der Paartherapie. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.